Wenn ich ein Treffen mit Artie arrangiere, können Sie dann Ihre Versicherung einsetzen? Sie einsetzen? Verdammt, wenn das rauskommt, könnte ich den Dreckskerl in den Knast bringen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ja, das wollen wir auch machen. Kennen Sie Sister Christian? Ich singe keine religiösen Lieder. Tja, ich dachte, ich könnte mir was aussuchen. Wie wär's mit Stairway to Heaven? Ich mache Populärmusik, Kleiner. Wenn du Kirchenmusik willst, geh in die Kirche. Wissen Sie, was Sie prima singen könnten? Diesen Song von... Sprich das mit dem Klavierspieler ab. Der hat die Songliste. Ach so, okay. Wollen wir das mal machen? Toi, toi, toi. Danke. Sie soll sich heute gegen Kit Tennen wenden? Okay, Doc. Wenn Sie das sagen. Ich finde auch, dass die... Muss ich mal kurz anbringen. Die Entwickler haben wirklich sich Mühe gegeben. Wie gesagt, also die Grafik ist ja jetzt nicht berauschend, herausragend. Aber, die haben das wirklich mit Liebe gemacht und ich finde, die Charaktere haben wirklich Ähnlichkeit mit den echten Darstellern. So die Gesichtszüge, so das, also man merkt schon, wer ist, das kann man schon erkennen. Hey, hau ab, Zwerg, ich versuche hier Leute zu unterhalten. Idiot. Müssen wir wohl selber reingucken. Ich dachte jetzt erst, er sagt was. Ja, trauriges Lied, damit er uns mal was vorheult von seinen Problemchen, die er hat, der gute Parker. Er nimmt einfach, okay. Come to me, my melancholy baby. Cuddle up and don't be blue. Ach, wie schnell sich jetzt seine Gesichtszüge geändert haben. Sprechen wir nochmal mit ihm. Danny. Jetzt scheint er nicht mehr so glücklich zu sein. Nun, was die Probleme angeht. Alles begann am 14. Ah, Juni. Guck an. Ich verfolgte einen von Tennants Jungs. Als plötzlich dieses Science-Fiction-Auto auftauchte und mich von der Straße drängte. Nein. Dann habe ich meine Zeugen verloren. Von dem armen Tölpel hat man nichts mehr gehört. Das war nicht deine Schuld. Und dann, zu allem Überfluss, ist mir ein 80-jähriger Brandstifter entwischt, als nicht ein, sondern zwei Weltraumautos auftauchten und ihn mir wegschnappten. Ist Doc wirklich schon 80? Das ist unglaublich. Hat der Chief auch gesagt. Er wurde sofort degradiert. Meine Familie schickte mich zum Psychiater, weil sie dachten, ich halluziniere. Am schlimmsten war, dass mich mein Mädchen Patty verlassen hat. Oh. Sie glaubte, ich bin verrückt und ein schlechter Ernährer. Betty? Jennifers Großmutter Betty? Oh. Was? Hör zu, Danny. Es ist wirklich wichtig, dass du dich mit Betty wieder versöhnst. Oh ja, das ist sehr wichtig. Ist abgefahren. Zum Teufel mit dir. Ich habe ein kleines Geheimnis, mit dem ich 10-mal so viele Frauen wie Betty kriegen kann. Ach du Scheiße. Was Marty und Doc mal wieder angerichtet haben. Na klasse, echt. Obwohl das mit Docs Alter, das, wenn man die Filme kennt, kann das schon hinkommen. Weil im dritten Teil ist ja Marty dann zum Schluss alleine zurück in die Zukunft gereist. Aber Doc kam hinterher und zwar mit einem ummodifizierten Zug. Lokomotive und hatte seine Frau dabei und zwei Söhne sogar, die schon ein paar Jahre alt waren. Aber ganz 80, ich weiß es nicht. Also, aber damals im zweiten Teil hat er ja so eine Art Verjüngungskur in der Zukunft gemacht und hat gesagt, er wird dadurch 20 bis 30 Jahre länger leben. Also von daher, wer weiß, kann schon hinkommen. Ich habe mir auch letztens mal wieder die Filme angeguckt, weil ich so richtig Lust drauf hatte durch das Spiel. Und ich habe mich wieder mal, wie immer, köstlich amüsiert über viele Szenen. Also es war wieder herrlich. Es gibt ein Geheimnis? Welches? Ich sollte es dir nicht erzählen. Wenn ich so traurig bin, kann ich nicht klar denken. Mhm. Aber hör zu. Ja? Ich mag dich. Du bist mein neuer bester Freund. Also irgendwie im Suff wundert mich das nicht, dass er das sagt. Sowas, kommt ja öfters vor. Manche werden aggressiv, manche werden traurig, wie er, und viele werden auch so happy, dass dann plötzlich jeder ihr bester Freund ist.
Nee, das werde ich jetzt erstmal lassen. Ich werde jetzt erstmal. Dann bis später, Danny. Ich bin hier. Ja, das glaube ich. Erstmal ein neues Lied auflegen. Geheimes Lied. Das könnte das Richtige sein. Probieren wir das einfach mal. Erstaunlich, dass er das immer gleich sofort nimmt und spielt. Er hätte es ja eigentlich sehen müssen, wenn Marty das da... egal. Das ist wieder die Logik hier. Ja, das passt ja. Flüstert es mir zu. Wie er immer seinen Blick ändert, ist, je nachdem, wie sich das Lied ändert. Obwohl es ja stimmt, dass wirklich Musik sehr viel Einfluss auf die Gefühlsstimmung hat. Ist bei mir so und bei ich denke mal, jedem anderen auch so. Was das Geheimnis angeht. Oh ja, mein Geheimnis. Gut, du bist mein Freund, dir kann ich's ja sagen. Aber verrate es niemandem. Dir kann ich's ja sagen. Seit über einem Monat für Tenet. Was? Es ist wahr. Ich muss nur wegsehen, wenn Beweise vernichtet werden oder ein Laster voll Gin über die Bezirksgrenze kommt. Dann kümmert sich Tennen darum, dass ein paar Extrascheine in meine Lohntüte kommen. Hm. Gutes Geschäft, hä? So ein Idiot. Ja, was sage ich denn jetzt? Wenn ich mit Nein... Ach, ich versuch's einfach. Nein, kein gutes Geschäft. Wo ist das Problem? Die Leute müssen trinken, oder? Und solange niemand verletzt wird... Die Leute müssen trinken. Warum sollte Daniel J. Parker nicht ein paar Mäuse dabei machen? Aber da kommen Leute zu Schaden. Kit ist ein Killer. Ach, das sind nur Gerüchte und falsche Beweise. Obwohl, die Irrengalerie ist schon ziemlich gruselig. Oh Gott, das war ein schrecklicher Fehler. Ich dachte, wenn ich ihnen etwas Geld gebe, würde Betty mich zurückwollen. Wenn sie herausfindet, was ich getan habe, spricht sie nie wieder mit mir. Was habe ich getan? Ach, so ein Vollidiot. Ist das Betty da hinten vielleicht? Ich weiß es nicht. Aber die würde, glaube ich, da nicht so einfach nur so rumsetzen. Komm schon, Danny, reiß dich zusammen. So schlimm ist es nicht. Nicht so schlimm? Ich bin ein korrupter Bulle, der seine einzige Chance auf wahre Liebe verspielt hat. Wieso ist das nicht so schlimm? Ja, jetzt macht der Alkohol ihn noch trauriger. Pass auf dich auf, Danny. Oh Gott. Ja, das ist gut. Ich sag nur in vino veritas. Deswegen hat er uns auch so leicht jetzt das Geheimnis anvertraut. Es gibt ja auch diesen Spruch, Kinder und Betrunkene sagen immer die Wahrheit. Wobei das auch nicht ganz richtig ist. Also, ich sag mal so, Betrunkene sagen zwar schneller die Wahrheit, aber manchmal reden die auch nur Stuss. Das kommt natürlich auch vor. Lustiges Lied, denke ich mal, wird jetzt... Oder zorniges Lied... Oder es interessiert mich nicht. Es ist jetzt... Eins von den dreien wird sein. Ach komm, wir versuchen mal das Lustige. Weil er jetzt so depressiv war. Ich denke mal, wenn das jetzt nicht funktioniert, werde ich die anderen noch versuchen können. Putzig. Also, mein Stil ist das Lied nicht unbedingt, aber na gut, es sind die 30er Jahre. Danny. Du. Du. Ich dachte, ich bin sein Freund. Glaub mir, alles wird gut. Hör einfach der Musik zu. Warum? Das hilft auch nicht mehr. Hier in der Bar gibt es wohl nichts, das diesen Typen jetzt auf den richtigen Weg führen könnte. Tja, das scheint wohl... Oh Gott. Scheint ein Hinweis zu sein, aber...
Ich versuch's nochmal mit den anderen Liedern. Da werden wir es ja sehen, ob die vielleicht der Schlüssel sind. Wie er es immer gleich nimmt, also. They say I'm crazy, got no sense, but I don't care. They may or may not mean offense, but I don't care. You see, I'm sort of. Ich glaube zwar nicht, dass das jetzt was bringt, weil er es irgendwie schon gesagt hat, aber ich möchte es irgendwie versuchen. Glaub mir, alles wird gut. Hör einfach der Musik zu. Warum? Das hilft auch nicht mehr. Hier in der Bar gibt es wohl nichts, das diesen Typen jetzt auf den richtigen Weg führen könnte. Das bringt wohl nichts, okay. Diese Mengen an Alkohol sind deiner Gesundheit nicht zuträglich, weißt du? Wer bist du, meine Mutter? Eher dein zukünftiger Schwiegerenkel. Was? Ach, nichts. Zukünftiger Schwiegerenkel ist auch nicht schlecht. Ich glaube, ich weiß, warum du Tenne nicht verhaftest. Du arbeitest für ihn. Bingo! Aha, ja. Ja, das wissen wir ja, aber okay. Pass auf dich auf, Danny. Oh Gott. Oh Gott. Also mit dem kann ich doch, ich versuch's einfach mal. Setzen Sie. Warum nicht? Hä? Hat Marty Geld? Ich weiß jetzt gar nicht, ob Doc ihm Geld gegeben hat. Irgendwas sagt mir, es wird schwarz. Ich glaube zwar nicht, dass ich Glück habe, aber... Also ich persönlich wäre nicht für sowas, weil ich hätte damit Sicherheit kein Glück. 7. Verdammt. Tja. Ich hätte sicherlich genauso wenig Glück. Ja, da steht auch gar nicht, wer das ist oder so. Also, naja. Ich glaube, hier können wir nicht mehr viel erreichen, oder? Ich weiß nicht, ob ich mit denen sprechen soll oder ich glaube besser nicht. Nische, da waren wir noch nicht. Hey, du! Redest du mit mir? Ja, Blödmann, ich hab gesehen, wie du meiner Eunice schöne Augen gemacht hast. Ach, hör auf. Na, ganz Eddie. Bestimmt. Er ist irgendwie niedlich. Glaubst du, du kannst einfach hier reinspazieren und mir das Mädchen ausspannen? Vor allem, ja. Mach mal halblang, sie ist nicht mein Typ. Und jetzt beleidigst du sie? Oh. Halte dir deine Fresse! Lass ihn, Eddie. So ein Vollidiot. Gott, bist du besoffen. Gott, nee. Hey. Oh. Woher hast du den? Aus dem Kostümladen in der Einkaufspassage. Der ist maßgeschneidert. Tatsächlich? Hat Qualität? Wer bist du? Woher kommst du? Muss man bei uns ich mal wieder... Ich heiße Michael Corleone. Ich bin nicht von hier. Ich bin einer von euch. Ja, toll. Ich sag einfach, ich bin nicht von hier. Niemand. Ich meine, du kennst mich nicht. Ich komme ganz woanders her. Na los, was soll das? Raus mit der Sprache, oder? Ganz ruhig, Kid. So wie sein Anzug geschnitten ist, könnte er zur Valenti-Gang gehören. Valenti? Ist das so? Wer ist nun schon wieder Valenti? Oh, ist es gut, wenn ich ja sage? Ich versuch's einfach. Ja? Beweis es. Na toll. Gehst hier nicht weg, bis du mir ein bisschen Bonafide gezeigt hast. Oh. Das fehlt mir jetzt auch noch.